Sie ist erst ein paar Wochen im Amt, aber schon schlittert die britische Regierungschefin Liz Truss von der einen in die nächste Regierungskrise. Wieder ist ein Kabinettsmitglied zurückgetreten. Auch die Fragestunde im Parlament war für Truss alles andere als einfach. Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Partei zählte auf, welche angekündigten Steuerreformen Truss schnell wieder rückgängig machen musste, nachdem sie die Finanzmärkte auf Talfahrt geschickt hatten. All diese seien weg, so Starmer weiter, auch der Finanzminister Kwasi Kwarteng, den Truss vor einer Woche entlassen habe. Am Ende fragt der Oppositionsführer, warum denn die Premierministerin noch nicht zurückgetreten sei. So why is she still here? Mr. Speaker. Ich bin eine Kämpferin und kein Drückeberger. Ich habe im nationalen Interesse gehandelt, um sicherzugehen, dass wir wirtschaftliche Stabilität haben. Doch dann kam die Nachricht vom Rücktritt der Innenministerin Suella Braverman. Sie gehört zum rechten Parteiflügel der Tories. In ihrem Rücktrittsschreiben kritisierte sie Truss scharf. So zu tun, als hätten wir keine Fehler gemacht, so weiterzumachen, als ob nicht jeder sehen könnte, dass wir sie gemacht haben, und zu hoffen, dass die Dinge auf magische Weise wieder in Ordnung kommen, das ist keine ernsthafte Politik. Ich habe einen Fehler gemacht, ich übernehme die Verantwortung, ich trete zurück. Dem Trubel um Braverman folgten wieder chaotische Szenen im Parlament, diesmal wegen einer Abstimmung über den Antrag eines Fracking-Verbots, das von der Opposition vorgebracht wurde. Die Regierung hatte die Abstimmung zunächst zur Vertrauensfrage deklariert, bevor sie kurz vor der Stimmabgabe wieder zurückruderte. Der Antrag wurde abgelehnt, doch viele konservative Abgeordnete sollen nur widerwillig gegen den Labour-Vorstoß gestimmt haben. Es gab auch einige Enthaltungen.